Tyrion Lannister ist ein Genie. Obwohl er ein verstümmelter Zwerg ist, dessen Familien hasst, schafft er es nicht nur, im Leben zu bleiben, sondern auch zu einem der mächtigsten Protagonisten von Game of Thrones zu werden. Und das, weil er genial mit Menschen umgeht. Er kann Leute dazu bringen, genau das zu tun, was er will. Wie? Er stellt ständig eine Frage an die Menschen, mit denen er interagiert. What do you want? Tell me. Was willst du? Das ist hier die Frage. Denn Menschen handeln wie Lenkraketen, wenn es um ihre tiefsten Wünsche geht. Tyrion findet eine Möglichkeit, die Stärke ihrer Wünsche mit seinen eigenen Zielen gleichzusetzen. Und wenn du die Feinheiten dieser Kunst verstehst, kannst du beginnen, die Menschen um dich herum in der Weise zu beeinflussen, wie Tyrion es tut. Um herauszufinden, was die Menschen wollen, verwendet Tyrion drei wichtige Werkzeuge. Erstens, Cold Reading. Und übrigens, Spoiler von Staffel 5 für den Rest dieses Videos. I should just take your food and leave you here. Hey? What would you do then? Starve, most likely. You don't think I'd do it, do you? What do you want, Bronn? Gold? Women? Golden women? Stick with me and you'll have them all. For as long as I'm around and not a moment longer. An diesem Punkt hat Tyrion nicht viel Zeit mit dem Charakter Bronn verbracht, der ein Söldner ist, welcher angeheuert wurde, um ihn zu schützen. Woher weiß er das alles über Bronn? Woher weiß er, was er will? Es ist die Aufmerksamkeit auf die Hinweise, die er während ihrer kurzen Interaktion gab. You need a woman? Nothing like a woman after a fight. You'll be out in droves, looking for me in the wrong place. Word's probably got into my father by now. He'll be offering a handsome reward. Everyone knows a Lannister always pays his debts. Tyrion hat gehört, wie Bronn über Frauen gesprochen hat und er sieht den Blick, wenn Bronn von hört, dass es eine Belohnung gibt. Ebenfalls weiß er, dass Bronn ein Söldner ist. Also ist es nicht eine große Kunst zu wissen, dass Reichtum und Frauen das sind, was Bronn motiviert. Dies mag so einfach erscheinen, aber viele von uns tun genau das Gegenteil. Anstatt die Wünsche von jemand anderem zu erkennen, sagen wir, wie sie etwas zu tun haben, was wir wollen oder was sie tun sollen. Wir ignorieren alle Beweise, die uns sagen würden, dass es ihnen egal ist, was wir wollen oder was wir denken, was fair ist. Also schauen wir mal, wie ein anderer Charakter, Lommy, ein Junge, der gerade in einer Schlacht verletzt wurde, völlig die Tatsache ignoriert, dass er zu einem Soldaten spricht, der gerade einige seiner Freunde getötet hat. Help! Help me! Something wrong with your leg, boy. Look at it! Can you walk? No. You gotta carry me. All right. Wenn du eine Sache von diesem Video mitnimmst, lass es bitte dieses sein. Sei nicht so wie Lommy. Sei aufmerksam und versuche herauszufinden, was andere Menschen wollen, statt zu verlangen, dass sie aus der Güte ihres Herzens handeln. Es wird dir dadurch besser gehen. Aber was ist, wenn du schreckliche Cold Reading Skills hast? Wir werden später auf dieses Video für ein paar weitere Tipps zurückkommen, aber die gute Nachricht ist, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, um herauszufinden, was andere Menschen wollen. Und alles, was es erfordert, ist zuhören. Die Leute sagen die ganze Zeit, was sie wollen. Schau, wie auch nachdem Tyrion gefangen wurde, er immer noch genau hinhört, was seine Entführer wollen, wodurch er schnell einen Weg findet, ihnen das zu geben, was sie wollen, indem sie ihn am Leben lassen. About the dwarf. Worthless. Cut his throat. Wait! Let's discuss this. And then chop off his cock. We'll sell it for a fortune. The dwarf's cock has magic powers. Wait! You can't just hand a dried cock to a merchant and expect him to pay for it. He has to know it came from a dwarf. And how could he know? Unless he sees the dwarf. Wenn Tyrion wie Lommy gehandelt hätte, hätte er geschrien, wie sie nicht tun dürfen oder tun sollten, bis sie ihm die Kehle durchgeschnitten hätten. Aber durch das Zuhören war er in der Lage, eine Möglichkeit zu finden, ihnen das zu geben, was sie wollten, indem sie ihn am Leben hielten. Und das wiederum schien einfach, aber wie oft handeln wir so? She married a traitor and known degenerate like Renly Baratheon for a reason. She married Renly Baratheon because she was told to. That's what intelligent women do. What they're told. You need to ask yourself what I don't need to do anything. Der junge König hier hat gerade seiner Mutter erklärt, dass er glaubt, dass Männer ihren Frauen sagen sollen, was zu tun ist. Und statt auf sein Gefühl der Überlegenheit anzusprechen, tut seine Mutter genau das Falsche. Sie sagt ihm, was er tun muss. Er hätte gerade gesagt, dass er ihren Rat ignorieren würde und dass er Befehle von einer Frau nicht annehmen würde und sofort befiehlt sie ihm, etwas zu tun. Genau falsch. Sei in deinem eigenen Leben auf der Suche nach den Dingen, die Menschen sagen, denn das wird dir einen Hinweis auf den Schlüssel geben, sie zu beeinflussen. Und natürlich der letzte Weg, wenn deine Kräfte der Beobachtung scheitern und du nicht zugehört hast oder einfach keine Chance hattest, kannst du immer die Menschen nach ihrer Story fragen. Denn genau das, was Tyrion tut, macht der unreife Jon Snow nicht.
Everybody knew what this place was, and no one told me. No one but you. My father knew, and he left me to rot at the wall all the same. Gren's father left him too, outside a farmhouse when he was three. Pip was caught stealing a wheel of cheese. I've been asking the Lord Commander about them. Fascinating story. Schau, wie Jon Snow seine Perspektive nicht verändert. Er ist egoistisch und ihm fehlt einer der herausragendsten Charakterzüge Tyrions: Empathie. Empathie ist die Fähigkeit, jemand anderen zu sehen und zu erkennen, dass sein Leben genauso komplex ist wie das eigene, mit Erfahrungen, die ihn zu einer ganz anderen Weltanschauung geführt haben. Es ist die Fähigkeit, sich in jemand anderen hineinzuversetzen und zu verstehen, was er fühlen könnte. Es ist eine lebenswichtige Fähigkeit, weil du jemanden nicht überzeugen kannst, den du nicht verstehst. They hate me because I'm better than they are. It's a lucky thing none of them were trained by a master at arms like your Sir Roderick. I don't imagine any of them have ever held a real sword before they came here. An diesem Punkt haben wir drei Möglichkeiten zu verstehen, was andere Menschen wollen. Cold Reading, zuhören, wenn sie dir etwas erklären und offen nach ihrer Geschichte zu fragen. Aber Tyrions Genie liegt nicht nur im Wissen, was andere Leute wollen. Es liegt darin, wie er diese Informationen verwendet. Zuerst einmal spricht Tyrion die Sprache der Person, mit der er spricht. Ich sprach in einem anderen Video darüber, warum es wichtig ist, deine Wortwahl an das Verständnis des Publikums anzupassen. Zwei verschiedene Menschen könnten beide durch Geld motiviert sein, jedoch muss vielleicht einer von einer asymmetrischen Investitionsmöglichkeit hören und der andere muss eventuell vom stinkenden Reichwerden erfahren. Sprich die Sprache der Person, mit der du sprichst. Und in der nächsten Szene hat der Gefängniswärter wohl eher ein sehr einfaches Verständnis. Listen to me. Sometimes possession is an abstract concept. When they captured me, they took my purse, but the gold is still mine. Where? I don't know where, but they free me. An diesem Punkt erkennt Tyrion, dass er seine Sprechweise ändern muss, um zu dem Gefängnis weiter durchzudringen. Sieh zu, wie er bekannte Phrasen und einfache Worte verwendet, um seine Botschaft zu vermitteln. Have you ever heard the phrase, rich as a Lannister? Of course you have. I am a Lannister. Tyrion, son of Tywin. If you deliver a message from me to Lady Arryn, I will be in your debt. I will owe you gold. Offensichtlich geht es hier nicht darum, dass der Gefängniswärter nicht an Tyrions Angebot interessiert war. Das Thema war, dass er es nicht verstehen konnte. Also sobald Tyrion seine Sprache hinuntergestoßen war, war er in der Lage, klar zu kommunizieren und seine Botschaft zu übermitteln. Also die zweite Sache, die du an Tyrion erkennen solltest und an der Art und Weise, wie er Informationen verwendet, darüber verwendet, was die Menschen wollen, ist, dass er zwischen verschiedenen Möglichkeiten sehr schnell durchwechselt. Er könnte mit Gold, Land, persönlichem Stolz und der Gemeinschaft und Freundschaft locken und das alles in einer derselben Unterhaltung. Er hält nicht nur an einem Blickwinkel fest, er ist auf der Suche nach der Perspektive, die in diesem Moment funktioniert. Schaut zu, wie er versucht, seinen Söldnerfreund Bronn zu überzeugen, in seinem Namen zu kämpfen. Well, if you want me to kill the mountain for you, it better be a damn big castle. I'm a bit short on costs at the moment, but I can offer you gold in gratitude. My wife is heir to Winterfell. If I emerge from this with my head still on my shoulders, I may one day rule the North in her name. I could carve you out a big piece of it. Does he frighten you so much? I'd be a bloody fool if he didn't frighten me. Why should I risk it? Because you're my friend. Wenn du diese Episode gesehen hast, weißt du, dass diese Konversation nicht zu Tyrions Gunst ausgeht. Aber es ist das umfassende Angebot an Optionen, das er aufdeckt, was ich so beeindruckend finde. Nun, ich bin durch diese Szene geblitzt, weil dieses Video schon unglaublich lange dauert, aber lass mich in den Kommentaren wissen, ob du mehr über Tyrions Frame Games wissen willst oder genug hattest. So oder so, ich hoffe, dass du die Schlüsselpunkte des Videos mitgenommen hast. Zuerst mal sei kein Lommi und zweitens, Einfluss bedeutet nicht, Menschen dazu zu bringen, andere Dinge zu wollen, als sie schon wollen. Es geht darum, ihnen zu zeigen, dass sie das bekommen, was sie schon wollen und immer schon gewollt haben, indem sie dir folgen. Wenn du kreativ bist, gibt es fast immer einen Weg, um mehr für euch beide herauszuschlagen und das ist der Zweck dieses Videos. Tyrion tut das manchmal heimlich, aber du kannst das alles tun, ohne ein Lügner zu sein. Du kannst das tun, indem du vollkommen ehrlich bist. Beginne also einfach damit, die Motive anderer Menschen zu verstehen und erkenne die Möglichkeiten, wie du helfen kannst. Wenn es deine echte Absicht ist, dass ihr beide vorankommt, wirst du herausfinden, dass es eigentlich ganz einfach ist, etwas von Tyrion überzeugendem Genie in deinem eigenen Leben mit einzubeziehen. Wir haben einige der Dinge besprochen, die Tyrion so sympathisch für die Charaktere macht. Nimm dir die Zeit, ihn kennenzulernen. Aber natürlich wirkt er auch für den Fans gegenüber sehr sympathisch. Und wenn du neugierig bist, was du tun kannst, um deinem eigenen Leben einen sympathischen ersten Eindruck zu machen,
haben wir tatsächlich ein anderes Video gemacht, das die vier Emotionen abdeckt, die den atemberaubenden ersten Eindruck garantieren. Wenn du diese vier Emotionen ansprichst und das auch noch in der richtigen Reihenfolge in einer beliebigen Umgebung, von Sitzungszimmer bis hin zu einer Bar oder einer Party, es spielt keine Rolle, es wird funktionieren. Also, wenn du neugierig bist, welche Emotionen das sind, leg los und klick auf die Box und sie wird dich auf eine Seite weiterleiten, wo du deine E-Mail eintragen kannst und hältst sofortigen Zugriff auf das Video. So kannst du beginnen, diese vier Emotionen in deinen heutigen Interaktionen zu verwenden. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du zu den ersten gehören wirst, die von neuen Videos erfahren, die wir wöchentlich oder manchmal öfters teilen, abonniere einfach unseren Channel. Wenn wir also ein neues Video hochladen, dann tauchen wir auf deinem YouTube-Startbildschirm auf, wo du sie jede Woche ansehen kannst. So wirst du dich nicht darum kümmern müssen, ein neues Video zu verpassen. Also leg einfach los, indem du auf den Abonnieren-Knopf drückst und du erhältst noch einige Darstellungen wie diese, allerdings beziehen sich die meisten von ihnen auf reale Personen. Es ist ehrlich gesagt sehr selten, dass wir uns auf eine TV-Show beziehen. Es ist nur einfach so, dass ich Game of Thrones liebe und es scheint so, dass andere Menschen das auch tun. Wir haben auch die besten Tipps zusammengestellt, damit du am charismatischsten und zuversichtlichsten Momenten sein kannst, die am meisten zählen. Wenn du irgendwelche Videovorschläge hast oder wenn du nicht mehr Game of Thrones sehen willst, egal, welche Richtung du dir für diesen Kanal vorstellst, bitte schreib es in die Kommentare. Ich achte sehr genau darauf, wonach du frickst und deswegen existiert diese zweite Game of Thrones Erklärung nicht nur, weil ich es gerade tue, sondern weil viele von euch darum gebeten haben. Also, lass mich wissen, was du in den Kommentaren sehen möchtest. Wie immer, vielen Dank fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Video.